Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Sveva on Tour, das mal mit einem brandheißen Tipp. Und zwar kennt ihr das sicher alle, ihr habt ein weißes Wohnmobil und es gibt mit der Zeit so schwarze Striemen dran und die sehen nicht schön aus und die kann man fast nicht wegputzen, egal ob nur mit Wasser und Autoshampoo oder teuren Mittel und so. Und jetzt habe ich da aber etwas ganz Cooles und zwar ist es nicht einmal so teuer. Wir sind ja auf Dänemark gegangen und auf dem Abendweg haben wir ein Schweizer Pärchen getroffen. Schönen Gruß an Hermann und an Doris, danke vielmals. Sie haben uns nämlich einen super Tipp gehabt und zwar einen Radiergummischwamm, sind günstig, und Rasiergel. Ganz wichtig, Rasiergel, nicht Rasierschaum. Wir haben es schon mal ausprobiert, es funktioniert hervorragend und jetzt habe ich hier eben wieder so eine Stelle und jetzt wollte ich das euch zeigen. Wie ihr seht, haben wir hier die schönen schwarzen Ablagerungen, die man fast nicht wegkriegt. Und jetzt gehe ich hier einfach mit einer feuchten Lumpe, mache ich das feucht. Ihr seht, man kann es also nicht wegputzen. Dann den Schwamm habe ich vorher auch leicht befeuchtet. Ich nehme jetzt hier ein bisschen von dem Rasiergel. Nicht viel, wirklich ganz wenig. Auftragen. Und es sieht alles wieder schön sauber aus. Ohne grossen Druck machen. Ganz wichtig am Schluss, mit dem feuchten Lumpen wieder abwaschen, dass es keinen Rückstand gibt. So, tipptopp. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, macht es nicht in der prallen Sonne, sondern irgendwann, wenn es schattig ist. Und wir haben auch keine Langzeiterfahrung, also wir wissen nicht genau, wie es dann in 3 Wochen aussieht oder so. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein, wenn man es sofort nachher wieder abwäscht. Dann ist ja eigentlich alles gut. Und jetzt zeige ich es euch nochmal an einer anderen Stelle, weil bestimmt kennen die Situation. Ihr seid noch einmal mit dem Wohnmobil und irgendein Pfosten springt spontan in euer Wohnmobil rein. Und dann gibt es so feine schwarze Kratzer und die kriegt man auch nicht weg. Aber jetzt kriegen wir die weg. Auch hier wieder. Abreiben. Ein bisschen Rasiergel. Schon ist alles wieder schön sauber. Es geht also auch auf diesen Filet. Funktioniert super. Seht ihr da? Hell, dunkel. Seht ihr? Putzt, nicht putzt. Tu noch mal da. Also mit wenig Kraftaufwand. Hin und her, man kann ein bisschen kreiseln. Es ist der Hammer. Jetzt mit dem Tüchli drüber. Jetzt müssen wir trocknen. Nicht putzt, putzt, nicht putzt. Das ist also wirklich unglaublich. So muss ich sagen, macht Wohnmobilputzen richtig Spass. Weil man sieht, dass man etwas geputzt hat. Probiert es doch selber mal aus. Schreibt uns unten rein in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Ich finde es super, kostet uns auch nicht so viel, es geht mega schnell, man braucht keine Kraft. Super Sache.